Es ist bereits Tag 355 des Ukraine-Kriegs und der erste Jahrestag steht unmittelbar bevor. Putins Truppen haben ihre Angriffe in den vergangenen Tagen deutlich erhöht. Die ukrainische Armee hält aber bisher tapfer dagegen. Ja, und Franka, das liegt tatsächlich auch an den Frauen. Das muss man an dieser Stelle auch mal betonen. Denn rund 5000 Soldatinnen sind im direkten Kampfeinsatz. Allein in den vergangenen zwei Monaten haben sich knapp 2000 freiwillig für den Dienst bei den Bodentruppen gemeldet. Unser Chefreporter Steffen Schwarzkopf hat drei Soldatinnen vom Bataillon Wild Fields im Donbass getroffen. Es ist eine Familienzusammenkunft der besonderen Art. Irina hat heute Geburtstag. Die Soldatin ist 33 geworden. Und ihr Vater, ebenfalls Frontsoldat, besucht sie. Sie sehen sich das erste Mal seit einem Monat. Als Vater mache ich mir natürlich Sorgen um sie, aber sie ist schon als kleines Kind patriotisch gewesen, das macht mich stolz. Wir beide wissen, was es bedeutet, hier im Einsatz zu sein. Irina ist Sanitäterin und rettet jeden Tag Leben, direkt an der Front. Früher, im zivilen Berufsleben, war sie Rettungsassistentin. Zum Anfang war die Umstellung hart, aber ich habe mich schnell daran gewöhnt. Ich bin härter geworden. Und von Tag zu Tag hasse ich die Russen mehr. Ruslana arbeitet im zivil-militärischen Bereich. Auch für sie ist das Maschinengewehr ein ständiger Begleiter. Der Schreibtisch gehört mit zu ihrem Einsatzgebiet. Sie sorgt unter anderem dafür, dass ihre gefallenen Kameraden zu deren Familien überführt werden. Ich empfinde das als Pflicht gegenüber meinem Land und den Angehörigen. Ich versuche es ihnen so erträglich wie möglich zu machen, damit sie in Frieden Abschied nehmen können. Auch Sarah gehört zu den insgesamt 60.000 Frauen, die im ukrainischen Militär Dienst tun. Die 28-Jährige ist die Sprecherin des Bataillons Wildfield mit klar definierter Mission. Ich bin der Meinung, dass alle Menschen, die außerhalb der Ukraine leben, genau erfahren müssen, was hier passiert, wie es den Leuten hier geht und vor allem auch, wie unsere Soldaten kämpfen. Deswegen ist mein Job so wichtig. Und das ist ihnen ebenfalls wichtig, die Moral der Kameraden hochzuhalten. Und dafür ist auch mal zwischendurch ein kurzes Foto erlaubt. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.